Hallo und herzlich willkommen von Home Adventure. Es geht weiter in unserer Nahostreise. Und zwar geht es in den Irak. Da fahren wir nur durch und dann nach Kuwait. Ja, lasst euch überraschen, was da alles auf euch wartet. Vor allem viel von Kuwait, was wir da so erlebt haben. Ein kleiner Zusammenschnitt und viel Spaß beim Schauen. Tschüss. Also die ersten Kilometer im Irak, natürlich für mich auch neu. Ja, übrigens sind wir ja zu zweit, vorne fährt der Benny vorweg. Wir haben uns da verbunden für diese ganze Zollgeschichte. Und dann schauen wir mal weiter, wie es in Kuwait weitergeht. Jetzt kommen wir dann nach Basra. Ja, man sieht, das Land wurde neu aufgebaut, überall Neubauten und auf die Straße top, oder? Immer noch unterwegs nach Basra und rechts eine ganz lange Neubausiedlung. Grenzkontrolle, oder nein, nicht Grenzkontrolle, Kontrolle, oioioi du. So, wir fahren über eine neue Brücke offenbar, die erste. Und da ist die Stadt Basra. Ja, diesen Ausblick nützen wir geradeaus. Das ist Basra. Ich weiß jetzt nicht, wurde das auch bombardiert? Vielleicht wisst ihr es. So, jetzt sind wir mittendrin angelangt im Stadtchaos rechts. Kaufen Sie Stromgeneratoren, große. So, der erste Eindruck vom Land. Hier hat es kaum Bodenschwellen, was mich erfreut. Und der zweite ist, die Autos und so sind viel neuer, die meisten. Also, ja, die haben halt keine Embargos. Ja, wir mühlen uns immer noch durch das Stadtchaos durch, hey. Wieder ein Posten. Tja, da kommt ja auch der Müllmann ab und zu, offensichtlich. So, jetzt sind wir, glaube ich, außerhalb der Stadt. Es geht wieder schneller vorwärts. Die Straße wurde gesperrt. Militär fährt vorbei. Da vorne ist jetzt vielleicht. Kommen von rechts, die haben natürlich Vortritt, weil die haben ja einen wichtigen Job, die müssen das Land beschützen, was auch immer. So, da vorne sind die Militärfritzen. Da gibt es wieder einen Kontrollposten, rechts geht es schneller, weil es riesen Löcher hat, da sich nicht jeder PW durchtraut. Also die Straßen sind auch besser, klar sind sie neu, aber die Iraner haben auch neue Straßen, aber da, das ist ein Gehoppel, meistens nicht schön flach. Da ganz links, weit hinten, seht ihr, Gas wird abgefackelt. Die haben also genügend Gas. Also, liebe Europäer, wenn ihr Gas braucht, dann fragt mal Irak. Die haben genügend Gas, die fackeln es gerade ab. Ihr seht, es ist ja Wahnsinn. So, hier, beste Perspektive. Unglaublich. Ja, übrigens ist mein Dieselverbrauch im Iran um etwa 3 Liter gesunken. Der Vario verbraucht statt diese 18,5, braucht er nur noch so 15,5, obwohl ich da ja auch Berge und so gefahren bin. Ja, das kommt davon vermutlich, weil unsere Diesel halt noch mindestens 7% grünes Biozeugs drin hat. Ja, deswegen verbraucht er auch mehr, also 15% effizienter ist der iranische Diesel und ich nehme an auch der kuwaitische und die anderen Sorten. So, wir nähern uns Kuwait, noch 3 Kilometer, da ist wieder ein Posten und es wird bereits grüner, ein bisschen schöner. Geht's weiter da vorne? So, wir haben den Zuständigen gefunden. So wird da hier gewirtschaftet.
hier in der Grenze wird geplaniert und gebaut und wir stehen hier jetzt und haben eigentlich, was haben wir jetzt alles? Alle Formulare? Glaube ich beieinander. Ja, wir haben alles, voll wenig ja. Ja, hier ist eine Riesenbaustelle. Also wer glaubt, dass man so schnell aus dem Irak rauskommt, hat sich doch geirrt. Wir dachten, wir hätten jetzt alle Formulare, dann stehen wir am Ausreisegate und dann fehlt ein Zettel. Ja, den hat nun Hassan, jetzt muss mal geklärt werden, brauchen wir ihn oder brauchen wir nicht. Hier heißt es jetzt gerade mal nochmal warten. Tja, und das muss ja nun ausdiskutiert werden auf Arabisch und wir Englisch. Wir verstehen eigentlich nichts. Die anderen verstehen uns nicht, wir sie nicht, aber irgendwie... Wird es wohl funktionieren, hoffe ich. Jetzt hieß es nochmal zurück zu Hassan und das Papier kopieren, weil sonst dürfen wir doch nicht raus. Jetzt stehen wir hier nochmal vor den Gebäuden. Sorry, war nicht das Carnet, sondern das ist wohl das Einreiseformular, was der jetzt irgendwie wieder braucht zum Ausreisen. Wie auch immer, ihr seht, was es ist, falls ihr es auch mal wissen müsst. So, jetzt machen wir einen zweiten Versuch zur Ausreise. Affentheater. Aus dem Irak, es ist ein Zirkus, unglaublich, was die Einreise lang gedauert hat, aber sie war irgendwie doch noch ein bisschen strukturierter. Hier bei der Ausreise ist Chaos pur, es ist so skurril. Hier ist der Bisch. So, jetzt schließen noch ein paar Klappen aufmachen und ins Fahrzeug gucken. Schau, jetzt geht noch der Drogenhund außen rum. Ins Fahrzeug. Wir sind das. Irak ausgereist, ihr könnt gar nicht vorstellen, was das für ein Affentheater ist an diesem Zoll, sowohl bei der Einreise wie auch bei der Ausreise. Du weißt einfach nichts und ein riesen Papierkrieg und am Schluss reise ich ohne Papiere aus. Es war nur terrible, terrible. Und dann stehen wir vor der Kuwait-Grenze und kriegen gleich einen Tee. Ja, Kaffee, oder? Arabischer ja, Kaffee. Kaffee. Nein, Kaffee, es schmeckt wie Tee. Ja, welcome to Kuwait und alles plötzlich in Englisch und was vorher gar nicht möglich war. Es war fast nicht zu verstehen. Also gut, wir waren halt, kennen kein Arabisch, aber es war auch irgendwie keiner da, der uns verstanden hat. Gut. Hier in der Kuwait-Grenze werden die Fahrzeuge auch gescannt. Das findet gerade da hinten statt. Die Driver sind dort. Die Frauen müssen hier warten. Sieht aus, als ob Scannen erledigt ist. Der Benny kommt wieder. Und auch der René mit dem Camper kommt wieder in unsere Richtung hier zurück. So, ist das erste Mal, dass das Auto jetzt hier geröntgt wurde. Premiere sozusagen. Sind in Kuwait. Ging aber auch lange, weiß nicht, 4 Stunden oder so. Aber geordneter, geregelter. Man weiß, was man zu tun hat. Die hatten ein bisschen wenig Erfahrung halt mit dem Ausfüllen des Garnes und der Fahrzeugregistrierung am Computer. Da ging eine halbe Stunde um. Ja, aber jetzt sind wir drin und das zählt. So, mal an der Straße eine Moschee mitten in der Wüste und auf der anderen Seite gibt es immer wieder solche Siedlungen, wo die Leute mit Wägen und Tieren leben, wie die Nomaden. So, und wir fahren hier die ersten Meter, Kilometer auf kuwaitischem Boden. Breite Straße, da sieht man Strom, 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 denn das ist das Wichtigste. Und jetzt fahren wir gleich noch nach Kuwait, 100 Kilometer etwa. Also das ist ein Wüstenland, alles Wüste und kaum Verkehr. Wir sind die Einzigen auf dieser breiten Autobahn. Das ist Wahnsinn. Also da sieht man, ursprünglich waren das Nomaden da. Überall gibt es solche Camps da. Also das Land muss einen unglaublichen Strombedarf haben, weil überall sieht man diese Strommasten. Kein Fleck ohne irgendwo einen Masten, das ist Wahnsinn. So, jetzt wisst ihr auch, warum die so viel Strom brauchen. Licht, Klima, jedes Haus hat mehrere Klimas.
jetzt mal eine siebenspurige Autobahn. Also dieser Kontrast. Und hier eine dreistöckige Brücke. So, bei Dämmerung erreichen wir, ich glaube, das ist Kuwait City. So, hier werden wir gleich mal zum Tee eingeladen bei diesen Kuwaitern. Ja, und da warten sie schon auf Tee und herzlichen Dank. Okay, das ist ein bisschen anderer Tee wie uns. Und das sind die Kuwaiter. From Kuwait. Nice people. This is milk with tea, huh? Sit in the ground or the chair, what do you need? Oh. Thank you very much. Kaum im Kuwait angekommen, wir stehen hier am Strand. Sonne schlägt wieder die arabische Gastfreundschaft zu. Und da hocken sie alle, die Männer. Ist aber nichts für Frauen. So, hier haben wir übernachtet. Wir stehen da vor Kuwait City auf der anderen Seite. Da ist so ein Ami, ich bin hier. Und gestern habe ich mir einen Steinschlag geholt. Und zwar auf der kuwaitischen Autobahn, wo es kaum Autos hat, aber genau da ist mir da ein Stein rein. Ich bin jetzt schon am Reparieren mit Flüssigkeit. Ich habe das schon mal gemacht. Das ging relativ gut. Allerdings hier habe ich ein paar kleine Seitensplitter. Ja, wie seht ihr dann? Das erste Mal Wassertanken in Kuwait. Und zwar hier an diesem Anschluss. Funktioniert. Und von der Wassertankstelle mal einen Blick auf die Straße. Da kommen sie alle. Die dicken Autos hier der kuwaitischen Scheiks und Minimum, so einer muss es sein. Wir fahren zum nächsten Übernachtungsplatz hier direkt in der Nähe von Kuwait Downtown und da steht ja schon der Benny, der ist nämlich hier auch mit der Skyline von Kuwait im Rücken. So sieht das aus. Kleiner Strandbesuch, Mann mit Papagei. Er hat da auch noch mehrere drin in seinem. Und die lässt er jetzt hier fliegen. What is the name of this Chito, one? Chito. 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 Very nice. Chito! باركي يلا دكتور رد عليك يروح مخيم الغدير ما قلت له حياك مخيم الغدير يعرفون سامة منداني. Ja, wir haben gerade festgestellt, wir müssen wohl wieder in eine Klinik, weil die Ayla, die Huskyhündin, hat einen wohlgeschwollenen Zahn. Vielleicht ist da Eider drin. Ist das, was wir mal angucken? Hier in Kuwait Stadt, in der Pets Klinik. Ayla findet das doof, die versteckt sich immer in Kliniken. Aber schauen wir mal, was der uns hier sagt. Schaut ganz modern aus. Oh, und ganz interessant, hier gibt es auch noch Off-Leash. Training ohne Leine, eine Hundeschule mit Hundehotel und Grooming und so weiter. So sieht das hier aus in... Hello? You are the dog trainer? No, I'm the general manager. You're the manager, okay. So, wie sieht das in Kuwait aus? Where's the trainer? The trainer, where's the trainer? Say hello to... You are the trainer? Hello, Switzerland. Skyline von Kuwait in der Ferne.
Marina Beach und da wimmelt es von Katzen. Natürlich in Kuwait und es ist bald Sonnenuntergang. Da die Skyline. Ja, und unser Camper, der steht eigentlich gleich da hinten. Toller Platz, halb laut, mitten im Zentrum. Abendstimmung am Strand mit Beachvolleyball und der Skyline hier in Kuwait. Wir stehen hier wunderbar und haben diese Aussicht am Abend. So, wir sind ja in Kuwait in einem Shopping Mall, Avenues Mall, und das Teil ist sowas von verrückt. Ich zeige es euch jetzt. Also das ist das größte Shoppingcenter, das ich je gesehen habe. Und wir sind hier nur in einem kleinen Teil. Da gibt es Gänge, die gehen mehrere hundert Meter weit und Leute bis zum Abwinken. Es ist Freitag, das heißt hier Sonntag, und es ist der Wahnsinn. Also das Teil ist sowas von verrückt, abartig. Also da geht es mehrere hundert Meter nach hinten und wir haben schon drei H&M allein gesehen in diesem riesigen Shopping-Mall. Und alles, was Rang und Namen hat, ist hier. Jede Marke ist vertreten, bekannte und unbekannte. Es ist einfach, ja, es ist ein bisschen zu überdimensioniert. Aber was man mit Kohle alles machen kann. So, Mr. Gucci ist auch da. Das ist arabischer Gucci. Und der Gucci ist jetzt aber Fucci. Und guckt euch das Dach an. Ich meine, das ist, ja, dass es nicht gerade echt Gold ist, ist ein Wunder. Aber es ist Wahnsinn. Du kannst hier stundenlang laufen, hast nie alles gesehen. Also hier sind wir wohl an der Goldstraße und da sind all diese, ich kenne sie nicht mal, ihr kennt sie vielleicht, all diese Marken, die sind vermutlich da an dieser Modeschauen, wo sie spindeldürr auf den Stegeln rumhoppeln. Also den Typen kenne ich, glaube ich, der Herr Versace. Dolce. So, glaube das letzte Ding, wo ich euch da ein bisschen teilhaben lasse. Prada, Dior und der Louis Vuitton muss natürlich auch da sein. Das ist Vuitton, wie die Vuitton-Schlange. Ja. So, wir fahren jetzt aus der Stadt oder sind schon rausgefahren und gleich anschließend sieht man überall solche Camps. Und da hat jeder Familienclan hat so sein Camp, wo sie einfach so mal flüchten. Wir sind jetzt rausgefahren und bei einem Pferderennen, das morgen hier, nein, nicht Pferderennen, Kamelrennen. Und jetzt sind wir gleich eingeladen worden, hier in dieser ja, großen Baubaracke. Hamid, Ayef, Ahmed, Akheba. Und jetzt gibt es Tee. Wunderbar. Und die haben auch ihre Diener da, diese Scheichs oder was auch immer. So, das ist ihr Anhänger. Jetzt sind sie gerade am Beten und das ist ihr 6x6 Zugfahrzeug. Das ist der Hammer, es ist jetzt dunkel, aber das Ding, ja, brettert durch die Wüste. So, ich wollte da parkieren, schlafen, sagte, nein, von hier ist das nicht gut, das Rennen zu sehen, jetzt fahren Sie mit mir wohin, wo das Rennen gut sichtbar ist und Sie laden uns noch zum Dinner ein. So, jetzt sind wir bei Ihrem Haus eingeladen worden, ich weiß nicht, ist es ein Ferienhaus oder wohnen Sie da? Sie können nicht so gut Englisch und jetzt gibt es dann hier ein Dinner. Da draußen ist noch ein Zelt und ja, jetzt wird noch mal Tee getrunken. Die Hunde dürfen auch draußen sein zumindest.
Also eigentlich wollten wir jetzt aus der Stadt rausfahren und einen ruhigen Schlafplatz suchen. So, jetzt stehen wir hier, weil wir nämlich angesprochen wurden von Arabern, die direkt da sind, wo wir stehen wollten. Und zack, schon sind wir hier in diesem Beduinenzelt eingeladen. Ist eigentlich ein Männerding, aber diesmal darf ich wohl auch mit. Da sitzen sie nun und rauchen. Haben wir Schwester, was? Schwester? Ja. So, der Chef selber kocht unser Abendessen mit seinem Gehilfen. So sieht ein arabischer Fernsehraum aus. Hier in diesem Haus, Privathaus. So, jetzt wird aufgetischt hier. Essen die auch was? Die essen alle nichts. So, es geht los. Das Essen wird serviert. Die ganze Platte für uns. Jeder kriegt, glaube ich, eine bzw. mehrere Leute. Kein Problem. Die Angie war ganz brav und geht nicht ins Zelt, aber jetzt bekommt sie ihre Belohnung dafür. So läuft das hier. Try to fly. Yes. Ja, hier wird es gerade lustig. Der Eid, der möchte nämlich eine Schweizer Frau heiraten. Und da wartet er jetzt drauf. Und vielleicht findet sich ja hier eine. Der gute Mann ist 45 Jahre und hätte gern eine Dame aus der Schweiz. So, die ersten Kamelreiter sind da. Da hinten findet das Rennen statt. Wir haben da draußen übernachtet. Irgendwo. Überall gibt es Gebäude. Kaum steigt man aus dem Auto, ruft mir schon einer, komm, komm, und lädt mich natürlich wieder mal zu einem Chai ein, da hinten. So, Hunde müssen draußen bleiben. Und da haben sie ihr Zelt und ein Ofen. Und jetzt gibt es Tee wieder einmal. Und der wird serviert von ihm. Okay, warte. So, jetzt zeigen sie mir noch die Kamele. Eines nimmt am Rennen teil. So, da sind die jungen Kamele oder Dromedare. So, der Benni ist auch hergekommen, dem habe ich davon erzählt und jetzt ja, muss man sehen, und es kommt glaube ich noch einer. Eine Nacht hier übernachtet bei den Hirten und den Kamelbesitzern und wir werden jetzt näher an das Gelände fahren, wo heute das Camel Racing stattfindet. So, wir fahren jetzt rein an die Pole Position, direkt da wo das Rennen ist. Also diese Kamele sind natürlich keine Kamele, sondern eigentlich Dromedare. Trotzdem heißt der Racing Club Camel Racing Club. Und die gibt es hier in fast schwarz und auch weiß. Habe ich selbst noch nie gesehen. Weiße Kamele. Großes Dromedar, kleiner Hund. So langsam füllt sich jetzt hier die Rennstrecke. Da ist der Start für die Kamele. Und wir haben hier Pole Position, wir stehen nämlich mit dem Camper direkt an der Rennbahn. Ja, mal gucken, wie es weitergeht. Hier ist die Area, wo die ganzen Rennkamele warten auf ihren Einsatz. Da haben sie den kleinen Roboter-Jockey aufgesetzt, mit dem sie dann irgendwie gesteuert werden oder gelenkt werden. So, es geht los hier auf der Camel Trophy. Und diese Kamele rennen jetzt ohne Jockey und die Autos rechts und links hinterher. Muss man mal erleben. Die galoppierenden und trabenden Kamele in der Mitte.
Jetzt geht's hier fast durchs Ziel. Und vorne liegt der mit dem roten, der schlanke Schmale. Und dann kommt einer mit dem blauen Sattel. Und hier ist im Ziel angekommen. Es ist so wirklich. Ich glaube, die Tiere das so lustig finden, dass sie hier so viel rennen müssen. Aber sie sind natürlich, sie schaffen und ist selbstständig. Und die nächste Runde. Oh, Wahnsinn. Und jetzt geht's los da. Ja, die kommen da hinterher, das ist dann wohl nicht das Rennen. Das ist vermutlich ein bisschen Training, um die jungen, schlanken Kamele dran gewöhnen. So, unterdessen sind wir eine kleine Gruppe hier. Schweizer, alles Schweizer. So, der erste Ziellauf und da kommen die ersten, die Sieger. Und jetzt sieht man die auch mal ein bisschen näher und mit der Peitsche werden sie angetrieben. Das ist der Wahnsinn. Ah, immer dieses Teil hinten. Ja, oh, die staufen. Was rennen die? Hä? Und schon eine ganz schöne lange Strecke, wo sie rennen müssen. Schäumen im Gesicht. Also die schäumen, du, die schäumen. Guck mal den Schaum. Das ist jetzt der Sieger, das letzte Kamel und hat es auch geschafft. Aufbruch, wir fahren zu einem Schlafplatz. Zu 14 sind wir im Moment. Der René mag mal wieder Gas geben. René steckt halt an. Mit uns fahren gerade auch Marietta und Martin aus der Schweiz. Die haben wir kennengelernt in Kuwait. Angekommen und wir machen eine kleine Wagenburg. Das geht ja schon ganz gut los, mit einem Breitbildschirm-Dingsbums. Sekunde wird so viel Öl produziert. Also 6000 Liter pro Sekunde wird gefördert. Man könnte damit auch den Burj Khalifa füllen oder die Kuala Lumpur Towers, Twin Towers oder hier den Wasserturm oder das Empire State Building. So, das war es schon wieder. Ja, was gibt es über Kuwait zu erzählen? Man merkt, dass das ein Ölland ist. Das Geld fließt hier. Den amerikanischen Einfluss, den sieht man auch ganz stark an den Autos, an den Gebäuden und ein bisschen auch an den Menschen. Denn die Kuwaiter haben meistens ihre Bediensteten, die kommen von Bangladesch und Pakistan und anderen Orten. Ja, und sonst ist es ein wunderbares Land, aber halt eben reich geworden durch das viele Öl, das da rausfließt. Sie haben, glaube ich, die zwei größten Ölreserven der Welt. Ja, also schön wart ihr dabei und wir sehen uns schon bald wieder dann in Saudi-Arabien. Bis bald und danke für den Daumen hoch und tschüss.